Hallo zu defi.jetzt und zur Ausgabe 40. Heute geht es um dezentrale Kommunikationsstrategien via Hive. Und dazu habe ich mir den Christoph Mann eingeladen, oder wir haben uns ihn eingeladen. Ich habe ihn über Hive kontaktiert und herzlich willkommen, Christoph. Ja, danke. Ich fühle mich geehrt, in eurer 40. Folge dabei zu sein. Ist auch eine runde Nummer, ja? Kannst du uns was ausgeben? Ja, Christoph, auch herzlich willkommen von meiner Seite und ist eine runde Nummer und das werden wir zu würdigen wissen. Ja, ich kann euch gerne ein paar Hive-Dollar schicken, wenn ihr wollt. Oh ja, die nehmen wir immer gerne. Immer gerne. Du kannst dann nachher noch erzählen, was man mit den Hive-Dollar machen kann. Vielleicht stellst du dir erst noch mal kurz vor, wie war denn so dein erster Zugang zum ersten Computer? Also generell zu mir, ich bin 32 Jahre alt, ich komme eigentlich aus München, bin jetzt seit 11 Jahren in Wien, habe hier studiert und mich selbstständig gemacht, bin Philosoph und Kommunikations- und Strategieberater, habe ganz viel in der Zivilgesellschaft gearbeitet, an Zukunft des Internets geforscht, komme eigentlich aus der Kommunikationswissenschaft sozusagen, war viel auch im Startup-Bereich unterwegs, Community Management und bin jetzt aber auch seit 4 Jahren eben als Krypto-Blogger aktiv. Und da habe ich mit Steam angefangen und bin jetzt auf Hive. Zu deiner Frage, mein erster Computer, da war ich, glaube ich, so 12 oder so. Habe einen Windows 95 bekommen damals, glaube ich. Das war mein erster Computer vom Aldi Süd, ja, in München. Also im Münchner Süden, da heißt es ja Aldi, nicht wie in Österreich Hofer. Da gab es ja immer ganz günstige PCs und da habe ich, mein erster PC, der war im Windows 95. Und da weiß ich noch, da ging Internet gar nicht eigentlich, das war komplett uninteressant für mich, es hat ewig gedauert, da gab es nur so einen Internet Explorer, ich wusste gar nicht, was das überhaupt bringt, ja, ich habe da eigentlich Siedler 3 gespielt, glaube ich, das war mein erstes Spiel am Computer, also genau, Römer oder Ägypter wählen quasi und Zivilisation aufbauen. Ja, vielleicht noch 2 Fragen, du sagtest, du bist Philosoph, wie wird man denn Philosoph oder ab wann darf man sich denn Philosoph nennen oder wird man zum Philosoph berufen, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ja, also mein Studium ist Baccalaureat der Philosophie, also der Titel ist quasi ein Philosophietitel. Das liegt daran, dass die Kommunikationswissenschaft in Wien noch sehr philosophisch ist. Das heißt, es geht in verschiedenste Wissenschaften hinein. Also in meinem Studium habe ich auch mich mit Rechtswissenschaft auseinandergesetzt, Kultur- und Sozialanthropologie, Soziologie, Politikwissenschaften. Aber eben auch Kommunikationswissenschaft und die Kommunikation situiert ja quasi unsere Wirklichkeit. Also sie definiert, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen. Deswegen ist es halt ganz stark mit der Philosophie verknüpft. Und ja, ich denke mal, man kann sich Philosoph nennen, wenn man eine Theorie geschrieben hat, eine Kommunikationstheorie zum Beispiel. Und ich habe auch eine Theorie geschrieben in meinem Studium, einen reflektierten Konstruktivismus. Aber da vielleicht mal in einer anderen Folge was dazu, weil das wird sich dann sonst ein bisschen in die Länge ziehen. Hattest du in Wien auch zu dem Kryptoökonomischen Institut von der Schermin-Forschengier an der TU Wien Kontakt? Ja, also zu denen hatte ich Kontakt. Die Schermin ist eine Schwester von dem ehemaligen Partner von mir, mit dem ich zusammen eine Keynote vorbereitet habe. Und die ist da echt sehr gut, sage ich mal, in dem kryptoökonomischen Bereich unterwegs. Es wurde auch schon Blockchain-Medien vorgestellt, aber man hat damals auch schon gesehen, also es ist schon wieder 2 Jahre her an der WU, wurde Steam mit erklärt von den Professoren dort und die haben es halt komplett falsch erklärt. Ja. Und das war, glaube ich, das erste Mal in der Vorlesung, wo ich gemerkt habe, dass im Publikum mehr Leute saßen, die sich mit dem Thema ausgekannt haben, als wie der Vortragende. Und wir hatten sogar eine Live-Schaltung aus dem Publikum im Dachraum zur Community und wir haben letztendlich ja, eigentlich uns fast schon lustig gemacht hat, wie quasi unsere Community oder unsere Blockchain wahrgenommen wird im wissenschaftlichen Bereich und hatten quasi das live für alle sichtbar. Ja. Also wir waren da, glaube ich, mit der Wiener Community im Publikum mit 10 Krypto-Bloggern oder so, die alle auf Steam mit waren und der Professor hat uns erklären wollen, was das ist. Ja. Das war ganz witzig. Okay. Also hat man halt gemerkt, das habe ich auch im Studium gemerkt, eben als ich zur Zukunft des Internets geforscht habe, damals 2010, war halt quasi der Social-Media-Hype. Da haben wir auch schon vorausgesehen, dass eigentlich Facebook etc. sich durchsetzt und das auch geschäftlich relevant wird, auch für
normale Geschäfte etc. Und da konnte sich das noch niemand vorstellen. Ja, also Social Media Management, solche Sachen, Social Media Strategien zum Beispiel, da gab es noch kaum welche. Ja, also ich habe damals zur Uni Wien gesagt, sie brauchen Social Media Manager, dann haben die mich schief angeschaut. Dann haben mich gefragt, ja, warum sollte die Uni Wien für eine amerikanische Firma jemanden anstellen? Ja, jetzt haben sie 10 Leute angestellt, die das managen, ja, den ganzen Social Media Bereich. Also da hat sich halt einiges getan. Und ja, wenn man mich jetzt heute fragt, dann würde ich da sagen, in den nächsten 10 Jahren sind halt Blockchain-Medien dran. Ja, also es geht jetzt quasi von Web 2.0 zu Web 3.0. Und die Web 2.0 Theorien und so weiter, Definitionen für alle möglichen Kommunikationsformen, da haben wir uns damals damit beschäftigt, weil wir gesehen haben eben, dass diese ganzen Theorien, Kommunikationstheorien eben nur für die Massenmedien definiert waren, aber nicht halt für soziale Medien. Wobei, wenn du jetzt sagst, soziale Medien, Massenmedien, meinst du da eine 1-zu-N-Kommunikation oder meinst du mit Web 3.0-Kommunikation mehr eine 1-zu-1 oder N-to-M-Kommunikation, wo dem, was krypto-eigen ist, ja dann oder Blockchain-Technologie immer nur Verbindungen mit denen hergestellt, die entweder das empfangen wollen oder die vielleicht auch dafür bezahlen. Wie ist da dein Verständnis zu dem Begriff? Ja, also ich meine, wir haben ja gerade vorhin darüber geredet, so am ersten PC in Windows 95, ja, da konnte man das Internet noch nicht wirklich nutzen. Und also Facebook oder halt soziale Netzwerke, also ich war zum Beispiel am Anfang in Bayern, da hatten wir Lokalisten, ja, oder MySpace war das vorher. Und dann irgendwann halt Facebook, das war halt schon ein neuer Schritt, weil man konnte zum ersten Mal halt miteinander kommunizieren. Von Profil zu Profil oder auch in Gruppen, auf Seiten, in, also Teilöffentlichkeiten, digitalen Teilöffentlichkeiten, das war neu. Ja, also, dass man Dateien austauschen kann, Bilder, Nachrichten, Voice-Nachrichten etc., das haben ja diese ganzen Social Apps gebracht. Und das war ja vorher nicht so möglich. Es gab nur E-Mail und Telefon. Und das war letztendlich dann der Unterschied zu den Massenmedien, wie Fernsehen, Print und Radio, dass man halt einen Bezug aufbauen musste zur Community oder halt eine Kommunikation mit den Rezipienten. Also das ist neu gewesen, weil davor war es halt eben immer nur Kommunikation von einem Medien zu einem Publikum, aber nicht zurück. Also es gab natürlich Leserbriefe und so weiter oder Feedback im Fernsehen, aber nicht kontinuierlich. Ja, und nicht in dieser Art und Weise. Also der sozusagen der fehlende gerichtete Krypto- oder Rückkanal von Individuen zu einem anderen Individuum oder einer anderen Gruppe. Das ist sozusagen dann die Basisdefinition bei dir oder für dich. Also ich sag mal, soziale Medien haben halt quasi bewirkt, dass jeder Mensch, wenn er einen Internetzugang hat und eben ein Profil hat auf so einem sozialen Medium, selbst zum Medium werden kann auch. Ja? Also das Citizen Media nennt man das auch. Ja? Also dass zum Beispiel halt jeder Mensch die Möglichkeit hat, auf eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren. Zusätzlich zu telefonieren, zum Beispiel. Ja. Okay. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass es Handys gibt mit Kamera, ja, und dann jetzt können wir Videocalls machen und gleichzeitig das als Podcast aufnehmen. Ja. Das gab es ja davor auch nicht so. Ja. Gut, vielleicht nochmal zur zweiten Frage. Wann würdest du denn sagen, oder wie hat denn dein Krypto-Werdegang oder dein Eintauchen in den Krypto-Space begonnen? Also generell habe ich mich halt immer dafür interessiert, welche Plattformen neu eben im Internet entstehen, wo viel Community ist, wo viele User sind, wo viel Nutzen ist. Und deswegen habe ich mich halt mit Facebook, Instagram, Twitter etc. beschäftigt. Und irgendwann kam halt dann auch Steam mit daher, weil eben das die erste Plattform war, die auf der Blockchain es möglich gemacht hat, eben ein soziales Medium auf der Blockchain. Das war letztendlich das Neue daran. Und dadurch entsteht halt eben diese Medienökonomie, ja, und da haben wir uns damals schon im Studium uns überlegt, wie kann man Online-Content finanzieren und große Medien und so weiter, die im Print viel an Anzeigen, Geschäften und so weiter verloren haben, die haben sich ja auch gedacht, okay, wie können sie dann mit diesen Online-Portalen, die sie haben, Geld verdienen? Und da war halt immer die Frage, okay, man kann Abos machen mit PDF, man kann Werbung schalten auf den Plattformen selber, aber diese Blockchain-Ökonomie letztendlich schafft viele Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, man hat letztendlich eine Mikroökonomie. Ja.
Und das ist letztendlich das Neue, dass man halt sein Content auch refinanzieren kann über Kryptowährungen. Und das ist, denke ich mal, halt das Besondere daran und auch der Grund, wieso sich es in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Mhm. Also in welchem Jahr genau hast du dich dann in dieser, mit Hive bzw. Steemit beschäftigt? Erster Teil der Frage und zweiter Teil. Gelingt es dir derzeit, dich in deiner Selbstständigkeit, so habe ich das vorhin verstanden, dich darüber selbst zu finanzieren oder dir einen Lebensunterhalt zu finanzieren? Ja, also 2017 habe ich auf Steemit gestartet, das ist genau 4 Jahre her, also gestern oder vorgestern am 18. Dezember war auch mein Krypto-Blog-Jubiläum, also seitdem habe ich auf Steemit publiziert und ich habe halt am Anfang gemerkt, dass es anders ist wie andere soziale Medien, ja, dass man sich erstmal vorstellen muss mit einem Vorstellungspost, dass man da viel mehr Feedback drauf bekommt, ja, dass da mehr Interaktion ist, dass die Leute das sich wirklich durchlesen, dass sie interessiert sind. Warum? Weil das eben auf Wechselseitigkeit basiert. Ja, wenn ich jemanden kommentiere, willkommen auf der Blockchain, und dann schaue ich natürlich auch an, was macht der, und dann ist es immer wechselseitig, ja, und man votet sich wechselseitig. Und das ist sehr interessant. Also deswegen, also ich habe mich eigentlich damit beschäftigt, weil meine Schwester, die war in Mexiko und hat dort jemanden kennengelernt, der auch auf Steemit unterwegs war. Und das hat man jetzt halt auch immer noch, dass halt viele Travel-Blogger sich damit finanzieren, weil halt nicht überall auf der Welt die Währung so viel wert ist wie der Euro, ja. Und man kann halt dann auch mittlerweile mit Kryptowährungen dann die nationalen Währungen eintauschen und halt damit auch leben, ja. Also es gibt jetzt mittlerweile echt schon viele so Digital Nomads, die halt rumreisen, oder früher vor Covid jedenfalls noch viele, die rumgereist sind und halt mit dem Online-Business Geld verdient haben, ja. Und Steemit ist letztendlich, oder halt Krypto-Bloggen an sich, ist auch eine Möglichkeit eben gewesen, mit dem Content, den man eben während der Reise produziert, dann auch eine Refinanzierung zu haben. Und das hat bei ihr sehr gut funktioniert. Sie hat ein bisschen früher angefangen, wie ich, ein Jahr vorher. Und ich habe mir das sozusagen ein Jahr bei ihr angeschaut. Und als sie dann in Wien war, hat sie mich mitgenommen am Meetup. Und da habe ich dann den ersten Bezug gehabt zu der Community. Und da habe ich halt dann auch gleich gemerkt, dass es anders ist wie andere Communities, weil halt so viele Experten aus bestimmten Bereichen halt zusammenkommen. Also nicht nur Leute, die bloggen, sondern auch vielleicht Leute, die investieren wollen, die generell interessiert sind an der Entwicklung von Kryptowährungen etc. Also haben ganz viele verschiedene Leute zusammen und das macht es halt auch so interessant. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt beide Fragen beantwortet. Ja, du hast aber wieder ein neues Tor aufgemacht. Definier mal Krypto-Blog. Ja, also das ist quasi ein Blog, der mit einer Wallet verknüpft ist. Ja, also das ist ja das Neue an Publizieren auf der Blockchain oder sozialen Medien auf der Blockchain, dass man halt nicht nur einen Blog hat, sondern halt auch eine Wallet. Also dass es verknüpft ist mit einem Wert oder halt mit einer Geldbörse oder einer Buchhaltung des Ganzen. Und das ist halt das Schöne daran, dass halt dann auch der Wert des Contents irgendwie sichtbar gemacht wird oder halt definiert wird von der Community durch die Kuration. Und das macht es halt dann dadurch auch zu einer Refinanzierung von Content. Mit anderen Worten, ein Krypto-Blog ist jetzt nicht ein Web-Tagebuch, was über Krypto-Themen schreibt, sondern deine Definition ist, es ist ein Web-Tagebuch, was mit einer Krypto-Wallet verknüpft ist. Genau, ja, also es ist wie WordPress, nur dass es halt mit einer Wallet verknüpft ist. Okay. Und da wir jetzt gerade bei der einen Definition waren, gleich zur nächsten. Definier mal DeFi. Was ist DeFi für dich? Ja, Decentralized Finance, oder? Genau, ja, also das ist halt auch was mit Blockchain zu tun, denke ich mal. Also, weil man halt mit Blockchain-Technologie jetzt nicht nur die Refinanzierung von Online-Content lösen kann, sondern auch ganz viele andere Probleme. Und deswegen sie sich halt auch in anderen Bereichen durchsetzt, wie im Finanzsektor, wo halt zum Beispiel über die Blockchain, über Wallets halt schneller Geld transferiert werden oder Werte transferiert werden können, als wie über traditionelle Banken. Also ich kann euch jetzt halt innerhalb von einer Sekunde die Hive-Dollar schicken, aber wenn ich euch jetzt Euro schicken will, dann dauert das 2 Tage. Du sagtest vorhin, wenn du einen Krypto-Block, also wenn du dort ein Wallet verbunden hast, gehst du dann davon aus, dass für jegliche Kommunikation oder Beiträge, wo Content ist, dann immer Krypto-Werte fließen, oder reicht alleinig auch dort Reputation auch manchmal schon aus?
Ja, ich sag mal, wenn man sich, wenn man vergleicht, wie halt die, sag ich mal, Viralität oder organische Reichweite von verschiedenen sozialen Medien jetzt im Vergleich zu Hive zum Beispiel oder zu kryptobasierten Social Media Plattformen, sieht man halt schon, dass da ein Unterschied ist. Ja, also heutzutage ist es halt schwerer, auf Facebook oder Instagram oder Twitter Reichweite zu gewinnen, weil halt so viel bezahlter Content promotet wird oder halt verbreitet wird. Und man da gar nicht also gesehen wird deswegen, ja, also man, also seht ihr ja auch, dass halt die Werbung jetzt halt eigentlich dominiert. Und das war ja früher auch nicht so, ja, also als ich zum Beispiel über soziale Medien geforscht habe, 2010, da sah das ja noch viel besser aus, ja, da hat man gedacht, okay, Facebook kann vielleicht echt auch gesellschaftliche Fragen lösen und so, ja, und jetzt sieht man halt, dass diese sozial, also diese Web 2.0 Lösungen letztendlich auch nur die Nutzer ausnutzt, ja, und halt die Nutzer zum Produkt macht und davon mit dem Werbegeld Geld macht, mit der Werbung, ja, und mit den Nutzerdaten und so weiter. Und das war halt vorher nicht so voraussehbar, also jedenfalls nicht für mich. Ich war da vielleicht noch ein bisschen naiv. Ich habe halt schon gedacht, dass es vielleicht auch mehr noch für soziale Zwecke und für Problemlösungen verwendet wird, diese Möglichkeit, diese technologische, aber ja, es wurde sehr viel kommerzialisiert und deswegen hoffe ich, dass Decentralized Finance und Blockchain in Zukunft vielleicht da auch das ein bisschen gerechter macht, ja, dass online, dass nicht nur die Riesen eben an dem Content der Nutzer verdienen, sondern halt auch die Nutzer selber. Bist du der festen Überzeugung, dass Blockchain, Krypto, Technologie dieses Problem lösen wird? Oder ist es nur wieder eine neue Stufe, um die, sage ich jetzt mal, reichen Unternehmen, die Googles und Facebooks dieser Welt noch reicher zu machen? Ich glaube schon, dass die Blockchain, das ist genauso wie vorher das Soziale, die sozialen Medien, dass über Blockchain-Medien viele Probleme gelöst werden können, aber es ist genauso wieder die Gefahr der Kommerzialisierung da. Ja? Also das sieht man ja auch an Hive, Gott sei Dank, auch an der Entwicklung der Geschichte von Hive, wo wir später darüber reden werden, dass das einzigartig ist. Aber es wird viele andere Akteurinnen geben oder andere Plattformen geben, die ähnlich unterwegs sein werden oder ähnlichen Nutzen bieten werden. Das ist halt dann die Entscheidung des Nutzers wiederum, ja, welche Plattform er nutzt. Ich denke, wir haben genug Argumente, die wir auch später darüber reden können, warum Hive die ideale Plattform ist. Aber es wird sicher auch andere kommerzielle Plattformen geben, die dasselbe anbieten wie Hive, aber dann halt nicht ökonomisch dasselbe bieten für jeden einzelnen Nutzer. Ja. Also es kommt halt ganz darauf an, wo die Leute hingehen. Und man sieht jetzt auch schon mit NFT-Plattformen zum Beispiel, dass halt da auch Microsoft und andere halt auch da dabei sind, im Metaverse halt für Nutzer digitale Räume zu schaffen, die auch stark kommerzialisiert werden wahrscheinlich. Also es ist immer mehr alles möglich und letztendlich liegt es an dem einzelnen Nutzer und den Communities, wie sie sich entscheiden. Aber man sieht immer mehr halt, dass das Internet fragmentiert. Leider, ja. Gut, du hast jetzt so ein paar Mal so Ökonomie und Werte und sowas angesprochen. Kommen wir mal dazu, du bekommst von uns 1000 Euro. Wie tauschst du sie? Also, was machst du mit dem Geld? Ja, also ich würde es natürlich benutzen, um meine Rechnungen zu bezahlen, die ich in Euro habe. Ja. Ich glaube, das wäre das Gescheitste. Oder halt sie aufs Bankkonto zu tun, damit ich da Euro-Rechnungen zahlen kann in Zukunft. Ja. Weil das sind ja meistens auch langfristige Kosten, die man da hat. Ja, also das, ich meine, wenn ich zum Beispiel damals 1000 Euro bekommen hätte, 2013, dann hätte ich damit Bitcoin gekauft. Ja, aber jetzt das ist Bitcoin ja auch schon so teuer, dass 1000 Euro da auch nicht weit kommen. Deswegen, also ich würde es wirklich dann auch nutzen, um Rechnungen zu zahlen und nicht jetzt wieder, um Kryptowährung zu kaufen, weil das ist ja das Schöne an Hive, da braucht man kein Geld investieren, nur seinen eigenen Content und verdient trotzdem Kryptowährung. Ja. Also ich Gut, habe auch noch 0 Euro in Kryptowährung investiert. Also ich habe jetzt 10.000 Euro vielleicht in Krypto. Kommt natürlich immer ganz auf den tagesaktuellen Preis an, aber davon habe ich nichts selbst einbezahlt. Also es ist alles nur eigener Content auf Steam und den habe ich, und die Steam habe ich dann verkauft, als Hive geboren worden ist. Aber ich würde jetzt das Hive auch nicht komplett auflösen, ja, und dann verkaufen. Also das ist halt letztendlich langfristiges Investment. ist das ja ein idealer Übergang. Welche Kryptoassets findest du gut und warum? Ja, also generell glaube ich, ist es schwierig in dem Kryptobereich vor, also wirklich zu sagen, okay, das solltet ihr euch
leisten, diese Kryptowährung oder so. Ich finde es schon wichtig, einfach, dass man selber Einblick hat oder Wissen hat über dieses Projekt. Ja. Also deswegen, also ich kann eigentlich nur Hive empfehlen. Bei Bitcoin ist es so, ich habe selber Steam verkauft und habe auch ein bisschen Bitcoin damit gekauft. Ich hätte mir auch Ethereum gekauft, wenn ich noch mehr Steam zu verkaufen gehabt hätte. Aber sonst hätte ich mir, glaube ich, nichts gekauft. Ja, und würde ich mir jetzt auch in Zukunft nichts kaufen. Und auch bei Bitcoin ist halt die Frage, ja. Also es gibt halt auch viele, sag ich mal, schlechte Seiten von Bitcoin. Deswegen, also ich kann wirklich nur für Hive sprechen und da kann ich sagen, okay, da kenne ich die Leute, die dahinter stehen. Ich verstehe das Projekt, ich verstehe die Kryptowährung, wie sie funktioniert, die Mechanismen. Ich kenne die Leute, die das nutzen. Und da macht es für mich Sinn seit Jahren und wird es auch in Zukunft Sinn machen, wenn sich es weiter so entwickelt. Aber ich glaube, es gibt im Kryptobereich schon auch viele Sachen, die halt ja nicht gerade koscher ablaufen oder ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll. Also es gibt auch viel halt Betrug einfach, ja, und das ist halt schwierig, das einzuschätzen, so von der Oberfläche her. Also ich bin halt da eher ein Freund, da hinter die Kulissen zu schauen, erst bevor man in was investiert. Kommen wir mal zur nächsten Folie. Hive, du hast es ja mehrmals angesprochen. Erklär mal kurz, wie funktioniert Hive für die, die es nicht kennen und wissen? Ja, also Hive ist eine Social-Media-Plattform, die auf Blockchain-Technologie basiert. Und jeder hat halt einen Block verknüpft mit einer Wallet. Und ja, man kann den Account nutzen, um selbst zu voten, zu publizieren, zu kommentieren oder zu traden. Ja, also es gibt auch eine interne Trade-Möglichkeit mit Hive Engine, ein Exchange intern für andere interne Subtoken auch von Hive. Darf ich noch kurz unterbrechen? Du hast gesagt, jeder hat einen Block und hast vorher das Wort Blockchain in den Mund genommen. Das, was jeder hat, ist ein Block mit G, also sprich genau, wie ein Web-Tagebuch. Und irgendwelche Änderungen, die irgendwer macht oder irgendwelche Posts, werden dann in der Blockchain mit CK quasi niedergeschrieben. Ne? Genau, also jegliche Aktivität auf dem eigenen Block wird in der Blockchain vermerkt, ja, und wird für immer in der Blockchain gespeichert. Und man hat dann 7 Tage, also wenn man jetzt was postet, dann hat man oder veröffentlicht auf der Blockchain, hat man 7 Tage Zeit, das zu verändern. Aber nach 7 Tagen ist es dann auch endgültig in der Blockchain. Ja. Das hat Vorteile, das ist, aber auch Nachteile. In der Blockchain ist es schon vorher drin. Die Änderungen werden ja auch protokolliert. Ja, klar. Die Änderungen. Aber es ist halt, sagen wir mal so, diese. Du kannst nach 7 Tagen nichts mehr ändern. Ja, und der Hive-Browser zeigt ja dann quasi immer, oder diese kompatiblen Softwaren zeigen dann immer den letzten Zustand an. Aber ich könnte in die Blockchain reingehen und könnte schauen, was war denn die erste Veröffentlichung, welche Schreibfehler oder was stand da drin? Ja, also man kann jeden Schritt, den man auf dem Block macht, dann halt auf der Blockchain auch nachvollziehen. Jeden Transfer, jedes Vote, jeden Kommentar. Und das hat halt Vorteile, aber auch Nachteile. Genau, zur Geschichte von Hive. Also es ist aus Steam entstanden, aus dem Hardfork. Hive ist 2020 im März entstanden, also fast gleichzeitig zum Beginn der Corona-Pandemie. Also seit es Hive gibt, ist viel passiert und es ist halt eine Community, die gemeinsam es geschafft hat, sich von einer anderen Blockchain zu lösen und eine eigene Blockchain zu werden. Und das Schöne daran ist eben, dass diese Community eine Geschichte hat, ja, davor. Projekte, die davor waren, aber auch Projekte, die jetzt entstanden sind in den letzten 1,5 Jahren. Und man kann eigentlich nur sagen, dass halt alles, was auf Steam war, letztendlich auf Hive gekommen ist, nur halt vielleicht in einem anderen Branding, mit einem anderen Namen, aber eigentlich mit denselben Leuten oder mit neuen Leuten, die dazwischen auf dem Weg dazugekommen sind. Ja, zur Geschichte von Hive. Es ist 1,5 Millionen User haben wir jetzt bekommen letztes Jahr. Also ich glaube, das ist schon ein großer Schritt. Wir haben jetzt eins der interaktivsten Games auch auf der Blockchain mit Splinterlands, wo auch sehr viele neue User dazugekommen sind. Also eigentlich ist es jetzt schon eine Erfolgsgeschichte, ja, weil wir halt während der Pandemie eigentlich durchgehend eine Plattform weiterentwickelt haben, auf der täglich Neues entsteht, wo man gar nicht mehr hinterherkommt, was alles neu entsteht. Ja. Also jeden Monat ein Meetup in Wien für Hive und ja, wir versuchen immer alles zusammenzufassen, was passiert ist, aber das schaffen wir nicht mehr. Ja. Also es ist halt, wenn man so viele Millionen User hat, dann und jeder User alles machen kann, was er will, ja, dann
kann es halt passieren, dass so viel passiert, dass man keinen Überblick mehr hat. Aber das ist auch das Thema von dem Podcast heute, oder? Dezentrale Kommunikationsstrategien. Und das ist halt auch die Stärke, aber auch die Schwäche von dezentralen Kommunikationsstrategien. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr mächtig, ja, wenn jeder Einzelne eine erfolgreiche Strategie fahren kann. Auf der anderen Seite ist es halt, wenn es zentraler ist, einfacher, das nachzuvollziehen, was alles passiert ist. Ja, also umso dezentraler es ist, umso unkontrollierbar ist letztendlich auch dann die Entwicklung. Aber dadurch, dass halt alles schon so festgeschrieben ist im White Paper und so weiter und dem ganzen Rahmen von dem Projekt, kann da eigentlich jetzt nicht viel jetzt sich in eine falsche Richtung entwickeln. Ne? Auf was für einer, setzt das auf einer bestimmten Blockchain-Technologie auf oder ist es eine komplett eigene Blockchain? Also es gibt viele Sachen, die wir von Steam übernommen haben, aber es gibt auch viele Sachen, die jetzt durch die letzten zwei Hardforks, die wir in den letzten 1,5 Jahren gemacht haben, neu dazugekommen sind, ja, beziehungsweise abgeschafft worden sind. Es ist jetzt nicht mehr dasselbe wie vorher, also es ist komplett anders. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die Plattform vergleicht, auf die ich neu dazugekommen bin 2017 mit der aktuellen Plattform jetzt von Hive, ist es ein Tag- und Nacht-Unterschied. Ja? Also es ist schon ein starker Unterschied. Deswegen glaube ich auch, dass Hive mindestens auf das Niveau vom Preis auch kommt, wie Steam 2017 war, weil einfach die Plattform 1000-mal mehr kann jetzt, ja, als wie früher, vor 4 Jahren. Und damals Steam schon 7-mal mehr wert war, wie jetzt Hive ist aktuell. Ja? Ja, neue Mechaniken. Das heißt, du hast gesagt, das ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ist okay, ist deine Meinung. Es ist schon grob ähnlich, aber es kann sein, dass natürlich die Techniken, Mechaniken unter der Haube jetzt sich weiterentwickelt haben und verbessert wurden. Kannst du ein bisschen was zu den neuen Techniken sagen, die jetzt anders sind als bei Steam oder... Also generell bei Steam war das so, man hatte keine Möglichkeit, auf die Entwicklung der Plattform selber Einfluss zu nehmen. Ja? Also es war so, dass Steam oder Steam mit Inc., diese Firma hat das verwaltet. Natürlich haben wir Input gegeben, aber es wurde nicht viel von der Community jetzt dazu aufgenommen. Ja? Und jetzt ist es halt so, es ist Open Source, jeder kann das weiterentwickeln, selber drauf irgendwas bauen, was er will. Und dadurch wird halt alles schneller besser. Ja? Also wir hatten, es glaube ich, hat einen Monat gedauert. Ja, im April, am Anfang, im ersten Monat, nach dem ersten Monat hatten wir schon zum Beispiel auf PeakD die Möglichkeit, dass man den Donation noch zusätzlich geben kann auf den Beitrag. Ja, also, dass du nicht nur voten kannst, sondern dass du auch einen Tipp geben kannst, ja, nochmal einen obendrauf geben kannst. Und das zum Beispiel ist eine Neuerung. Das war voll einfach für die, das zu implementieren, aber dadurch, dass die mit Inc. das immer blockiert hat, war das nicht vorher möglich. Und wir hatten das nach einem Monat, diese Funktion neu da drinnen. Ja, also auch die Keychain, wie die zum Beispiel der Manager, also wie die ganzen Schlüssel verwaltet werden und so. Da hat einer ein Programm geschrieben, Open Source Ding, fertig, alle nutzen das und jetzt funktioniert es, ja, und einwandfrei. Also ich finde schon, dass es ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, weil davor war es die mit einfach nur eine Plattform wie ein Blog, wo du einfach nur gepostet hast. Und jetzt ist es halt wirklich eine Plattform, die sich ständig verändert und wo alles möglich ist. Und wo die ganze Zeit Neues passiert, auch von Features und von Interfaces, Apps, die neu rauskommen. Ja. Du hast es vorhin auch angesprochen, bei Steam war ja eine Firma dahinter, Steam It Corporation, oder wie sie hieß, ja, genau. Also eine zentrale Entität, die halt eine dezentrale Blockchain, wobei die jetzt nicht so dezentral war, zu steuern. Und jetzt hat sich das Ganze durch den Fork, durch die Abspaltung von Steam stark zentralisiert. Also jeder an jeden Ecke und Ende baut da halt was dazu und es wird dann mit ein bisschen Verzögerung ins allgemeine Ökosystem mit übernommen. Und ich sehe es ja auch mit der Schlüsselverwaltung, mit der Keychain, dass die relativ gut jetzt in vielen Sachen integriert ist und als Anmeldemöglichkeit einfach verfügbar ist. Ja. Vielleicht für Nutzer, die Hive jetzt noch nicht so kennen, wie muss man sich das vorstellen? Normalerweise Blockchain hat eine Blockzeit, wenn du da irgendwas in einen Block aufnimmst, also jetzt hier einen Mikrobeitrag oder einen Content, der dann vielleicht mit Hash in eine Blockchain aufgenommen wird. Innerhalb welcher Zeiten kannst du denn hier Beiträge und Content produzieren und posten und dann auch veröffentlichen? Oder ist das an die Blocktakte noch gebunden?
Also ich denke mal, es läuft alles, jede Aktion kann innerhalb von 1 bis 3 Sekunden passieren. Ja, also wenn ich jetzt die ganze Zeit nur klicke und vote, dann sagt mir das System, warte kurz quasi, es muss erst auf die Blockchain. Also das wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft verändern, dass das schneller geht, aber eigentlich reicht es aus, ja. Also man muss ja jetzt auch nicht durchklicken die ganze Zeit. Also es ist eigentlich schnell genug. Also es ist eigentlich jetzt schon unglaublich, wie schnell das möglich ist, ja. Ich kann auch ein Edit machen und habe ihn innerhalb von einer Sekunde dann online. Und musst du jedes Mal, wenn du selbst als Content Creator einen Beitrag erstellst oder teilst, dafür auch einen kleinen Gasobolus oder irgend sowas bezahlen, damit es nein. Also du hast selber Hive Power und die Hive Power geben dir genug Resource Credits, dass du die Blockchain halt nutzen kannst in vollem Ausmaß. Also wenn du jetzt ganz neu dazukommst, hast du noch nicht so viel Hive Power, ja, da kannst du vielleicht nur einmal posten und 10-mal voten oder so. Aber sobald du über 100 Hive Power hast, ist das alles unbegrenzt fast möglich, ja. Und Hive Power erwirbt man durch eigenen Content? Also Hive Power kann einem delegiert werden. Ne? Also so ist so Tradition eigentlich, dass halt die neuen User kriegen erstmal Hive Power delegiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden neu auf die Blockchain bringe, dann gebe ich denen eigentlich meistens so 50 bis 100 Hive Power, solange bis sie halt selber das aufgebaut haben und dann ziehe ich es ihnen wieder ab. Ja? Oder sie behalten es halt, wenn sie weiter posten und das auch brauchen. Ja, und es gibt auch ja auch immer im ersten des Monats den Hive Power Update und da kann man zum Beispiel auch hier einen Neuling was delegieren und bekommt dann sogar ein eigenes Abzeichen dafür, ja, den Bee Helper, glaube ich, heißt der, so eine Biene, die eine andere Biene hochhebt. Also natürlich kostet jeder Block, der kreiert wird, Energie und Ressourcen, aber sobald du quasi Hive stakest, also sozusagen ihn investierst intern, in Hive Power, dann kannst du die Resource Credits nutzen. Also du zahlst quasi mit deinem eigenen, mit dem, was du verdient hast selber, ja? Also dieser Dreif, der Hintergrund der Spam-Schutz bei Hive ist, dass du, sagen wir, du hast mehrere quasi Währungen, willst man so ausdrücken, und eine Währung davon sind diese Resource Credits, die du halt mit jeder Aktion verbrauchst. Wenn du blockst, wenn du einen Kommentar schreibst, verbrauchst du halt mehr Power, als wenn du jetzt quasi nur votest. Also sprich, jemanden toll findest oder so Finger oder Daumen hoch machst. Ja, das ist ja auch das Schöne. Also es kommt ja nicht darauf an, wie viele Votes du bekommst. Ja, so wie auf Facebook oder Instagram, wo man nur sieht, oh, der hat 100 Likes oder so, ja, oder 1000 Likes. Das ist vollkommen wurscht, ja, wie viele Leute das voten. Es kommt eher darauf an, wer das votet. Warum? Weil eben die Leute zum Beispiel, die vorher schon auf Steam waren und mit auf Hive gekommen sind, so viel Hive-Power zum Beispiel haben, dass wenn die voten, dass es natürlich dann sofort spürbar ist. Ja? Also umso höher die Hive-Power, umso höher ist dann auch der Beitrag, die Ausschüttung von dem, was generiert wird vom Content letztendlich. Ja? Also das, um das mal anders auszudrücken, das Vote wird quasi gewichtet in Hive Power oder Steam Dollar oder was auch immer. Okay. Und du kannst, wenn du jetzt ein altes Konto hast, was gut aufgeladen ist, kannst du sagen, okay, ich gebe denen jetzt hier $5 mit meinem Vote umgerechnet. So, und deswegen kannst du mit 2, 3 Votes da eine ziemliche Power dem Artikel, also Aufmerksamkeit dem Artikel geben. Oder du hast halt junge Konten, die halt noch relativ schwach sind. Da kannst du 50 Votes machen. Es ist zwar von der Anzahl 50, aber das Ding hat halt dann keinen Wert mehr. Also ich kann es mal ein Beispiel geben vielleicht. Ja, mach mal Beispiel. Ja. Wir haben zum Beispiel in Deutschland haben wir den Balte. Ja, das ist ein Account, der halt hat sehr viel Geld investiert in Hive. Das ist quasi unser Top-Investor im deutschsprachigen Raum. Und wenn der ein Vote macht mit 100%, dann sind es ungefähr $20. Ja, also das ist halt, da reicht nur das Vote von ihm und schon lohnt es sich eigentlich zu bloggen. Ja, also man muss sich halt quasi über den Zeitraum, in dem man publiziert, eine Community aufbauen an Unterstützern, die einem letztendlich dann den Content finanzieren mit ihrer Power, aber man sollte halt auch bei denen mitvoten und die mitfinanzieren. Ja, also es ist halt immer ein Win-Win und man verdient an dem Content der anderen, aber auch am eigenen Content, den man produziert. Ja, so 50% von dem Beitrag, von dem Erlös des Beitrags geht an alle, die das gewotet haben, also an die Kuratoren, und 50% geht an den Autor selbst.
Ja, also in Medienökonomie, weil halt man stellt Content bereit, verdient als Autor, aber die Leute, die das verbreiten oder kuratieren etc., die daran partizipieren, dass es Reichweite bekommt, die verdienen auch was daran. Und das ist halt diese Win-Win-Situation. Man baut nicht nur ein Publikum auf, sondern man baut eigentlich eine ökonomische Beziehung auf mit seinem Publikum. Und das ist eben neu. Ja, das gibt es nicht auf Facebook, auch nicht auf Instagram oder anderen sozialen Medien. Und deswegen ist halt Blockchain-Media was anderes wie Social Media. Und deswegen wird es jetzt einen Social-Token-Hype geben. Und die letzten 10 Jahre gab es einen Social-Media-Hype. Ja? Also. Wobei man auch noch ergänzen muss, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst einen Artikel voten, also quasi mit Geld, mit deiner Hive-Power, wie auch immer, bedenken. Aber du kannst ihn auch reblocken. Das heißt, dass du den dann auch zu eigenen Content machst, wo dann wieder deine Leute, die dir folgen, mit denen du vernetzt bist, diesen Artikel auch in den Fokus bekommen, den sie sonst vielleicht nicht gesehen hätten. Ist ja auch noch nur so eine soziale Interaktion. Genau, also es gibt es ja auf Facebook und auf Twitter auch, dass man es retweetet oder reshared oder teilt. Ja. Also es gibt auch Möglichkeiten, halt das unentgeltlich zu teilen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich jetzt das vote, dass ich dann Geld verliere, sondern dass ich setze einfach nur mein Investment ein, quasi um die Aufmerksamkeit dem anderen auch zu schenken. Ja. Und das den Content dadurch wertvoller zu machen. Also alle Kuratoren, die einen Content voten, machen den Content wertvoller. Und wenn es halt Konten sind, die alt sind und die schon viel Power haben, dann ist es halt noch wertvoller, als wie wenn es jetzt jemand neu dabei ist. Ist ja klar. Mhm. Und ist das ganze System nur selbsttragend, also für diejenigen, die sich beteiligen, dass sie auch Hive-Power bekommen? Oder müssen dort ständig neue User, die dann ihre Hive-Power, die sie zur Verfügung gestellt bekommen zum Anfang, noch dann anderen wieder zuweisen, indem sie voten oder das gut finden oder wie auch immer? Also allen Leuten, die ich auf die Plattform geholfen habe, die haben jetzt genug Hive-Power selber durch ihren eigenen Content erwirtschaftet quasi und die haben eigentlich sonst nichts mehr gebraucht, außer vielleicht am Anfang eine kleine Delegation von mir. Also es braucht halt immer einen, der einen einführt, sage ich mal, in das Ganze. Wie so ein Buddy, sage ich mal, der einem halt dann hilft. Also einen alten User mit einem neuen User, das ist eigentlich immer die beste Kombination. Ja, und auch generell, weil halt die Plattform nicht jetzt so einfach zu verstehen ist und man auch nicht nur, wenn man jetzt halt einmal oben ist, alles verstanden hat. Ja, es dauert einfach, bis man alles versteht. Und da ist es immer gut, wenn man eine Ansprechperson hat. Deswegen ist halt, propagiere ich schon seit Jahren eben, dass halt die Meetups unterstützt werden, weil auf den Meetups lernt man sich persönlich kennen, dann hat man ein Gesicht zum User, hat da einen Anknüpfungspunkt mit anderen Menschen und dann wird das alles realer, als wie halt nur digital. Aber auch die Möglichkeit gibt, du kannst auch selber Hive Power, Hive Dollar und was da noch alles gibt, kaufen. Ja, also es gibt Hive, Hive Dollar und Hive Power. Ja? Mhm. Also Hive ist quasi die offizielle Währung der Blockchain. Und die wird auch jetzt nicht immer ausgeschüttet, sondern das ist eigentlich jetzt, sage ich mal, so der Anteil daran, ja, also der Token von der Plattform selber. Diesen Token kann man dann verwenden, um Hive Power zu staken, also quasi, dass man innerhalb der Plattform selbst investiert mit dem, was man hat, um das Vote zu erhöhen oder die Kuration auch dann zu erhöhen, die man bekommt. Und der Hive Dollar ist letztendlich einfach nur ein Stablecoin, der an den Dollar sich orientiert, nur damit die Leute ungefähr einen Referenzwert haben, also die Nutzer einen Referenzwert haben, was das Ganze wert ist. Ja, also in einer nationalen Währung. Ja. Und nur ist ja, also wenn ich die Plattform oder das richtig verstehe, der kryptoökonomische Anreiz besteht darin, Content zu produzieren und nicht nur, ich sag mal, Content zu verbrauchen beziehungsweise zu voten und zu bewerten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene ökonomische Anreize. Ja? Also es ist jetzt nicht nur für Content-Kreatoren selber interessant, sondern auch für Investoren. Also du kannst jetzt auch einfach nur 1 Million Euro zum Beispiel investieren und Hive kaufen oder halt deinen Bitcoin nehmen und Hive kaufen und hast dann die Hive-Power, votest einfach nur anderen Content, den du gut findest und verdienst an dem Content mit. Also du musst noch nicht mal selber was posten. Du kannst auch einfach nur investieren und voten. Du kannst auch das Voten automatisieren. Also du musst dann noch nicht mal selber voten. Du kannst das auch alles automatisiert machen.
Und dadurch hast du letztendlich ein passives Einkommen. Halb kaufen, wieder teurer verkaufen. Ja, das geht auch. Und Christoph, du hast noch vergessen, du kannst natürlich auch delegieren. Und fürs Delegieren kriegst du auch einen Anteil, was er dran verdient dann, ne? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, noch aus Hive mehr rauszuholen. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt auch am Juni im Meetup in Wien hatten wir einen, der hat Hive übers Internet gefunden und der hat in 3 Monaten, wo er auf Hive war, komplett alleine, der hat niemanden kennengelernt, der hat das alles selber rausgefunden. Der hat in 3 Monaten so viel wie erwirtschaftet auf Hive wie ein anderer User, den ich draufgebracht habe, der nur mit Publizieren so viel gemacht hat. Aber der hat noch nicht mal mit Publizieren so viel gemacht, sondern nur mit dem Traden auf Hive Engine mit Subtoken. Ja? Also quasi das Traden nur innerhalb des Systems, der Blockchain selber, ist so lukrativ, dass du auch mehr verdienen kannst, sogar als wie es bloggen. Ja? Also es gibt mittlerweile halt mit dem Hive Engine die Möglichkeit, dass du halt einen Subtoken unter Hive selber kreieren kannst. Also du kannst quasi eine Kryptowährung unter der Kryptowährung Hive selbst kreieren und das auf die Börse stellen, wie eine Aktie letztendlich. Und das ist ein interner Markt und allein auf diesem internen Markt geht schon so viel, dass du da, wenn du da verkaufst, kaufst halt auch damit selber deinen Account größer machen kannst zum Beispiel und mehr Hive halt dann aufbaust. Nur durch das Traden von Love-Token oder Wine-Token oder anderen Token, die Bier-Pizza-Token gibt es auf Hive. Die 1,5 Millionen Nutzer, die jetzt ungefähr drauf sind, sind die sind neu dazugekommen, nur dieses Jahr. Ach, sind neu. Okay, neu dazugekommen. Gibt es auch passive Nutzer oder wie würdest du die Mehrheit einschätzen? Mehr passive oder mehr aktive Nutzer? Ja, also es gibt also viele Travel-Blogger eben. Dann gibt es viele Gamer. Das ist auch ein Prinzip, wie man Geld verdienen kann durch NFTs oder durch Gaming. Auf Hive gibt es auch Spiele eben, die man spielen kann, über die man Geld verdienen kann, wenn man nur das Spiel spielt. Ja. Okay. Also Gamer, Travel-Blogger, dann eben Leute aus der Medienbranche, so wie ich. Dann andere Influencer. Es gibt auch Investoren eben. Viele Fotografen, ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja, es gibt auch ganz normale Menschen einfach nur, die das aus Hobbygründen machen oder so. Also oder nur laufen oder was auch immer. Also es gibt so viele verschiedene Projekte. Allein ActiveFit zum Beispiel ist sowas, wo man seinen täglichen Laufpensum quasi dokumentieren kann und dafür auch Krypto verdient. Das allein, glaube ich, nutzen viele Leute auch einfach und kommen dadurch hin. Ja, also entweder kommen sie durch ein Game oder sie kommen durch eine App oder durch ein anderes Thema, aber von verschiedensten Branchen, verschiedensten Seiten. Also ich bin immer wieder überrascht, wie die Leute auf Hive kommen oder was sie auf Hive machen. Das ist halt komplett unterschiedlich. Das kann eigentlich gar nicht so ist das für dich dein Einkommenszweig mit Gewinnerzielungsabsicht oder ist es für dich der Einkommenszweig? Also für mich ist es eher Altersvorsorge, ja. Also ich habe da jetzt noch nichts rausgeholt. Ja. Also das einzige Mal, wo ich wirklich getradet habe, war, als wir von Steam zu Hive gegangen sind, weil da musste ich meine ganzen Steam irgendwie loswerden. Und dann habe ich die verkauft und habe dann ein bisschen Bitcoin mitgekauft, aber auch den Rest auch alles in Hive wieder investiert. Und ich habe noch nichts rausgeholt. Ich könnte natürlich was rausholen, aber ich möchte das eigentlich noch drin lassen, weil ich eben glaube, dass es mindestens 7-mal mehr wert ist. Beziehungsweise 10-mal mehr wert wird aus meiner Sicht. Ja. Deswegen würde ich eher dann was rausholen, wenn es dann soweit ist, als wie jetzt. Jetzt ist es gerade halt noch am Anfang. Also ich finanziere mich nicht damit. Für mich ist es ein Hobby oder halt eine Art und Weise, wie ich meinen Online-Content finanzieren kann. Eine Community, wo ich mich wohlfühle, wo ich halt auch den Wiener Meetup organisiere. Aber sonst ist es eigentlich sonst mehr Kosten, als wie dass ich jetzt da jetzt was dran verdiene. Ja. Aber das ist alles natürlich noch digital vorhanden und vielleicht irgendwann 1000-mal mehr wert. Aber zum Beispiel meine Schwester, die hat schon regelmäßig sich ausgecashed und hat halt damit auch schon Flüge und alles Mögliche finanziert. Ja. Das ist möglich. Du kannst jederzeit deine Hive-Dollar traden. Ich bin gerade in einem Tauchurlaub, man macht Unterwasservideos. Könnte ich das auch auf Hive veröffentlichen? Ja, sowieso. Also es gibt eine Videoplattform, da habe ich später auch den Link noch, als freespeak.com, da kannst du Videos veröffentlichen. Okay, no, muss ich mir mal anschauen. Also das heißt, hier haben wir noch eine Frage stehen, ist Hive mehr als ein Kommunikations- oder Kooperationswerkzeug oder nur eine Social-Media-Plattform? Ich denke mal, die Frage hast du beantwortet. Es ist wesentlich mehr als eine Social-Media-Plattform, ne?
Was mehr? Kann man das noch? Cases. Also es ist einfach eine tolle Plattform für viele Dinge und vielleicht wird es in Zukunft auch noch für ganz andere Sachen genutzt und es ist da für alle und alle können es nutzen und jeder kann was draus machen und ich wage jetzt noch nicht zu prognostizieren, was da alles noch draus entstehen kann. Ja. Also gerade zum Beispiel NFTs, ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwann mal auf die Plattform kommt. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Vergütungssystem, ganz kurz, dass wir mal aufzählen. Man kann quasi Geld oder was auch immer oder Werte verdienen, wenn man einen Artikel veröffentlicht oder Bilder, Fotos, was auch immer. Man kann durch Abstimmen, durch Voten Geld verdienen. Man kann durch Delegation Geld verdienen. Durch was noch? Fällt da noch was ein? Durch Spiele. Durch Spiele, okay. Noch was? Durch Traden auf dem Hive Engine. Okay, das heißt, dass du Token gegen Token tradest zum Beispiel? Subtoken versus Subtoken, genau. Ja, gut. Und noch was? Ja, und am Wert selber des Hive. Ja. Also okay, gut. Indem du einfach nur investierst und liegen lässt, ja. Genau. Hodler-Mentalität, okay. Steamfest zu Hivefest. Ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu, was das ist und wie läuft es ab? Genau, also Steamfest wurde vom Roland P. gegründet, das findet man auch auf Hive, ist auch derjenige, der die Domain Hive.io besitzt, also der ist auch einer der Gründer, Witnesses von Hive. Ist eine Person, so wie ich auch, der selber in der Medienbranche ist und auch Eventbranche, hauptsächlich also Eventmanager, eigentlich einer der besten Eventmanager, die ich kenne. Und der hat halt damals, also ich weiß gar nicht mehr, wann das war, jetzt war das, glaube ich, das 6. Hivefest. Also wenn man zurückrechnet, dann muss das 2014 gewesen sein. Ja, 2014 hat er das erste Steamfest gemacht. Und genau aus dem Grund eben, den ich vorhin schon genannt habe, dass die Leute zusammenkommen. Dass man mal weiß, okay, wer steckt da dahinter? Was gibt es für Projekte? Und, und. Und der hat das damals in Amsterdam organisiert. Und man konnte halt eben für Hive Dollar dann Tickets kaufen und das hat sich halt so weit entwickelt, dass es dann erst in Amsterdam war, dann ein Jahr danach in Lissabon, dann das dritte Mal, da war ich dann dabei, da kann ich dann mitreden, das war in Krakau. Das war ein wunderschönes Event, das waren 3-4 Tage, wo wir waren alle in Hotels untergebracht, verschiedenste Locations mit Talks und Workshops und Galerie und Experiences in der Stadt und, ja, also volles Programm für diese 3 Tage und am Ende waren wir in der Salzbergwerkmine und haben da ein Dinner gehabt, 300 Meter unter der Erde, ja, also mit der ganzen Community quasi. Ja. Also wenn da diese Mine da eingestürzt wäre, hätte es keinen Hive mehr gegeben. Ja. Da wäre auch Steam danach tot gewesen, ja, weil da waren alle wichtigen Leute eigentlich da. Genau, und dann war es dann, das Jahr darauf war es in Bangkok, da kann ich auch was drüber sagen, weil meine Schwester hat dann das After-Gathering vom Steamfest 4 damals organisiert, das war auf so einer Insel, also es war erst in Bangkok in verschiedenen Konferenzzentren mit Workshop etc. und danach halt noch so ein Event dann halt noch für die Leute noch länger bleiben wollen in Thailand auf so einer Insel. Und ja, da hat sich eigentlich am meisten getan, glaube ich, so von den Community-Allianzen, die dann Hive gegründet haben, ja, also bei mir war es so, ich habe alle Leute in Krakau kennengelernt und habe die alle gevotet als Witnesses und als dann Hive, als es von Steam zu Hive ging im Hardfork, da hatte ich alle gewählt, die dafür verantwortlich waren. Ja. Also ich hatte quasi gar keine Wahl, ich war dabei, ja, aber ich wusste, dass ich den allen vertrauen kann, sonst hätte ich sie ja nicht gewählt. Ja. Also da wusste ich von Anfang an, okay, es wird was Neues kommen jetzt, Hive, okay, aber ich war jetzt nicht involviert in diesem, sag ich mal, in dieser Revolution selbst jetzt, ja. Also weil es war hauptsächlich die großen Communities und die großen Nutzer eben, die Witnesses hauptsächlich, die das entschieden haben. Aber wie wird denn bei Hive die gesamte Governance, wenn dort neue Entwicklungen oder Investitionen für neue Entwicklungen gemacht werden sollen? Wie ist das abgebildet? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist eben jetzt eine gute Überleitung eben vom Steamfest, vom Hivefest zu eben dem Hardfork, weil das ist ja ein Beispiel eben für die Governance. Also man muss sich das vorstellen, jede Blockchain hat ja ein White Paper und da ist definiert, wie die Blockchain regiert wird. Und bei Steam war das halt so, dass derjenige, der Steam gegründet hat, reingeschrieben hat, dass die Top 20 Witnesses eben über einen Hardfork entscheiden können. Und die müssen gewählt werden von den Usern. Also jeder User hatte damals 30 Stimmen und konnte jeden als Witness wählen, der sich halt zur Wahl bereitgestellt hat und Node-Server bereitgestellt hat.
Und da haben wir letztendlich dann die 20 Top Witnesses gewählt und da hatten wir eine richtige Kampagne, wo wir halt alle aufgerufen haben, ihre Stimmen wahrzunehmen. Und als wir dann unsere Regierung quasi in place hatten, haben die dann entschieden, sich abzukoppeln von Steam. Ja, aber das war haarscharf. Also es hätte auch anders ausgehen können. Und dann wären wir feindlich übernommen worden quasi von Puppet Witnesses, die halt gar keine Personen darstellen und dann einfach nur noch eine Firma vertreten. Ja, also es war wirklich knapp. Und letztendlich haben wir da als Community einfach unsere Assets geschützt, ja, und das halt dann gerebrandet. Wurde Steam mit selber von Justin Chen gegründet? Oder? Nein, Justin Sun hat von Steam mit Inc. Anteile gekauft, ja, und wollte dann die Blockchain übernehmen, die Governance, und hat dafür eigentlich, sage ich mal, Exchanges genutzt, die eigentlich ja normal neutral sind, und hat deren Votes benutzt, um seine Witnesses, seine Puppet Witnesses in die Top 20 zu bringen. Und dann mussten wir als User uns mobilisieren, weil sonst hätten wir die Macht verloren. Ja. Gut. Und nur ist ja, du sagst jetzt die Top 20 oder Witnesses, sind das immer die gleichen oder rotiert das? Nein, also das kommt auch darauf an, wie viele Stimmen die haben. Ja, ja, und es gibt, glaube ich, 300 Witnesses. Ja, also das ist schon die Creme de la Creme davon. Und wie wird das immer wieder hergestellt oder wie viel gibt es immer regelmäßig Wahlen oder wie wird Governance weiterhin sichergestellt? Ja, indem halt die Leute selber ihre Votes wahrnehmen. Ja, also man sollte halt ab und zu mal seine Votes checken und halt schauen, ob die Witnesses noch aktiv sind, die man gewählt hat, oder halt die Votes anderen Leuten geben, wenn man nicht mehr zufrieden ist mit dem Witness. Aber sonst bleibt das Witness eigentlich Vote bestehen, solange bis man es wieder rausnimmt. Also es wäre so, als ob ich sagen würde, ich bin mein lebenslang CDU, ja, und wenn die Scheiße bauen, dann ändere ich halt das auf SPD, aber bei jeder Wahl ist dann automatisch meine Wahl schon. Naja, gibt es denn so, dass ich verstehe das wie so eine Art Parlament, wo Delegierte eine repräsentative Demokratie, das ist das, was man uns vormacht, was wir haben in Deutschland. Wie ist das, ist dieses Parlament, sage ich jetzt mal, diese Witnesses irgendwie begrenzt in der Anzahl oder wie also man kann es nicht wirklich vergleichen mit einem Parlament, weil es gibt keine Parlamentssitzungen. Es ist eigentlich eher, sage ich mal, wie ein Expertenrat letztendlich, ja. Und es geht eigentlich mehr um die technische Weiterentwicklung. Es geht ja gar nicht um politische Fragen, sondern eigentlich darum, okay, wie wird sich das technisch weiterentwickeln? Und die Witnesses, die Top 20 Witnesses, die sind alle an der kritischen Infrastruktur von Hive beteiligt. Ja. Also das sind Leute, die halt sicherstellen, dass die Plattform funktioniert letztendlich. Ja, also, ja, aber wenn die sich nicht einig sind oder wenn dort ein 51%-Problem, was passiert dann? Also du brauchst letztendlich einen Konsensus. Und der Konsensus wird immer bereitgestellt. Und wenn kein Konsensus gibt, dann bleibt die Plattform auf dem aktuellen technischen Stand. Also sie kann sich nur weiterentwickeln, quasi in einem Hardfork, wenn die Top 20 Witnesses im Konsensus sind. Und die Top 20 heißt dann Konsensus für die, das sind 100% gleicher Meinung oder 51% von denen? Ja, also Konsensus heißt, die müssen alle dem zustimmen. Ja? Aha, also 100% Zustimmung. Das ist das. Um das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen anders zu erklären, Ralf, du tust oder jeder tut für sich halt seine Zustimmung zu den Witnesses ab und zu mal checken. Und wenn die Mehrheitsverhältnisse, du hast da eine Top-Liste, wer hat die meisten Stimmen? Und wenn es irgendwelche Entscheidungen zu treffen sind, dann wird halt geguckt, wer hat momentan die meisten Stimmen und wer darf da halt mitreden. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendeinen Zeitpunkt, bis wohin du deine Stimme abgeben musst, sondern wenn halt Entscheidungen anstehen, wird geguckt, wer hat jetzt wie viele Stimmen und wer darf da wie mitreden. Also das Prinzip, was auch manche so gefordert haben, ich bin jetzt mit meinem Abgeordneten nicht einverstanden, dann tue ich denen einfach meine Stimme entziehen. Und das hast du hier bei Steam und bei Hive aber auch oder noch mehr, hat das sofort eine Auswirkung, wenn das viele machen. Ja, also ich meine, bei Steam kann man jetzt nichts mehr ändern. Ja. Steam hatte schon von Grund auf ein Geburtsproblem, sage ich mal, weil eben die Firma selber schon so viel Ninja-Stake hatte. Also die hatten quasi schon mehr wie 50% Macht, nur diese Firma über die Blockchain. Deswegen waren immer die Witnesses auch, sage ich mal, auf Gnaden von dieser Firma. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Ja?
Und das ist halt das Tolle auch an Hive eben, dass wir das geschafft haben, dass wir jetzt halt unabhängig sind von dem Ganzen. Und das ist letztendlich ein Problem, wenn halt eine Partei zu stark ist, ja, die dann nicht abgelöst werden kann. Und noch eine Frage zum Verständnis. Wie kriegt jetzt jemand, der heute unter den Top 20 ist, mit, dass er nicht mehr unter den Top 20 ist? Also die nicht Liste mehr abstimmen darf? Jederzeit online. Also du kannst dir deine Liste auch schon in deinem Blog. Also wir haben damals das gesehen, auf SteamWorld war das damals, da konnte man sehen, wie sich das verändert, ja, und da haben wir gesehen, scheiße, ja, die ganzen Witnesses, die alle fremdgesteuert sind, kommen jetzt halt über die normalen Community-Witnesses quasi, und dann mussten wir was tun, ja, weil sonst hätten die einfach entschieden, dass die Blockchain merged mit Dron, und dann, ja, dann hätten wir gar keine Macht mehr gehabt quasi, ja. Ja. Also der hat sozusagen versucht, der hat Steam mitgekauft und hat dann versucht, dieses Ninja-Stake eben gegen die Community zu nutzen und nur für seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Und da hat sich halt die Community gewehrt und daraus ist Hive entstanden. Ne? Alles klar. Aber es war Justin Zhang, was macht der Justin Zhang heute? Hat der Binance gegründet? Oder ist das ja, der hat mehrere Exchanges, Tron und Steam mit. Ne? Ach, Tron. Alles klar. Ja. Zu den Stimmen für die Witnesses, hat jedes Konto 30 Stimmen oder ist das jetzt auch abhängig noch von der Hive Power? Also ich müsste es nochmal nachschauen. Es kann sein, dass es mit dem letzten Hardfork sich da was verändert hat, aber ich glaube, mindestens 20 Stimmen sollte man noch haben. Ja? Oder 30 oder 40, oder waren es 30 oder 40? Also ziemlich viele waren es halt. Aber Frage geht halt darum, ist es jetzt abhängig von der Stärke deines Kontos oder ist es jetzt... Nee, jeder hat gleich viel. Jeder hat gleich okay, also wie bei einer Genossenschaft, jeder Kopf hat eine Stimme, egal wie hoch seine Einlage ist. Also warte, ich schau mal, wie viele Votes ich gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, es sind noch 30. Es sind noch 30, ja? Jeder hat 30 Votes. Also zum Beispiel der Top-Witness aktuell ist BlockTrades. Das ist ja auch sowas wie eine Börse, ne? Die BlockTrades... BlockTrades zum Beispiel, die kenne ich persönlich und die haben mich jetzt zum Beispiel meinen Jubiläumspost gewotet, dann ist es halt gleich $30 mehr wert, ja, mit 10%. Ja, also wenn du da 100% von denen bekommst, sind es 300 Euro. Also 300 Hive-Dollar, ja. Und die machen aber auch was. Ich glaube, bei denen die bieten halt die Schnittstelle in die Kryptowelt, ne? Oder auch, du kannst bei denen auch Hive-Power kaufen, glaube ich. Ja, also BlockTrades war auch bei der Gründung von Steemit Inc. involviert. Also das war quasi der erste Investor auch von Steemit Inc. Und die sind auch mitgegangen, ja, mit Hive und haben sich quasi dann angelegt mit Tron und Justin Sun. Also sie waren auch ein Grund dafür, dass es Hive gibt. Okay, und warum, vielleicht ist noch, warum das Hive-Fest wichtig ist, hast du gesagt, einerseits, dass die Leute sich halt auch in der realen Welt treffen und vernetzen können. Gibt es noch einen anderen Grund? Ja, um halt die Projekte vorzustellen. Ja, also wenn man wissen will, was es jetzt für relevante Projekte auf Hive gibt, dann muss man sich die Präsentation vom Hivefest anschauen. Die sind jetzt alle online, auf YouTube auch sogar. Man kann die sich einzeln anschauen. Also das kann ich nur empfehlen, mal auf Hivefest schauen, auf YouTube und sich die ganzen Präsentationen mal anschauen von den ganzen Projekten. Auch BlockRace hat dann einen Talk gemacht. Dann kannst du mir den Link mal schicken? Ja. Im Nachgang, gleich danach. Gut, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Abspaltung von Hive und Steam mit ein, haben wir ja schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen oder zumindest kurz zusammenfassen. Ja, also wie gesagt, es war so, dass eben die Anteile von Steam mit Inc. verkauft worden sind und dadurch eben der Justin Sun eben die Möglichkeit hatte, die Kontrolle über die Plattform zu übernehmen, ja, über die Blockchain. Und ja, dann haben wir letztendlich einen politischen Prozess gestartet, haben geschaut, dass halt die Leute alle ihre Votes wahrnehmen. Als wir dann Top 20 dann wieder drin waren, haben die halt den Hardfork dann gemacht zu Hive. Und es war aber schon länger in der Community eben die Frage, wie man halt damit umgeht, falls dieses Ninja-Stake irgendwann mal verwendet wird. Ja, weil man wusste, okay, das kann letztendlich die Plattform beeinflussen. Es ist etwas, was unberechenbar ist, wenn es in falsche Hände kommt, diese Macht. Und deswegen war dieser Notfallplan eigentlich schon wahrscheinlich in der Schublade. Dadurch, dass halt Steam sich davor schon so gut entwickelt hat und auch durch Steamfest eigentlich die Community schon so stark zusammengewachsen ist, war eigentlich das schon so eine Allianz an Businesses, Apps,
Leuten halt aus aller Welt, die sich da zusammengeschlossen haben, um das dann auch so umzusetzen, wie es gekommen ist. Und da bin ich eigentlich schon stolz drauf, dass es in relativ kurzer Zeit so koordiniert gelaufen ist. Ja. Das wurde verkauft etc., was ich gerade gesagt habe. Dann hat man noch so die Meetings mitbekommen zwischen den Top-Witnesses und Tron. Ja. Da hat man dann auch gesehen, okay, die kommen irgendwie nicht zusammen. Und dann gab es irgendeinen Tag und dann war das Ganze passiert. Ja. Und seitdem hat man dann halt auf Hive gepostet, ja, und hat halt geschaut, dass man alles von Steam irgendwie downpowert und verkauft, ja, weil sonst ist es ja dann auch irgendwann vielleicht nichts mehr wert. Also ich habe jetzt halt schon noch 200 Steam Power, glaube ich, oben. Einfach nur, falls ich den Account irgendwann mal wieder nutzen will, dass ich eben genug Resource Credits habe, aber den Rest ist abgezogen. Ja, und so haben das die meisten gemacht, so haben das die Apps gemacht, die haben sind alle rübergezogen. Also die meiste Community ist eigentlich jetzt auf Hive. Und das, was noch da ist auf Steam mit Inc., das ist halt hauptsächlich asiatische User oder halt neue User, die dazugekommen sind. Wie setzen sich denn die Nutzer zusammen? Du hast im deutschen Sprachraum, gibt es ja was, dann gibt es ja noch andere Sprachräume, Englisch, Spanisch, Chinesisch, ja, Russisch. Weltweit, also es ist weltweit verbreitet und die stärksten Communities, würde ich mal sagen, ist halt die englischsprachige, spanische und deutsche Community. Mhm. Aber wir haben auch eine italienische Community, wir haben viele Leute aus Venezuela, aus Afrika und Asien und so weiter, aber die kriegt man halt dann nicht so mit. Also man hat dann schon auch eine eigene Bubble von den Communities, die man halt verfolgt. Also man kann halt nicht alles verfolgen, aber also so in den letzten 4 Jahren war für mich auf alle Fälle die spanische und die deutsche Community beziehungsweise halt international am meisten relevant. Aber man kann schon sagen, das ist ein recht europäisch ausgerichtete Community, oder? Ja, also ich würde schon sagen, dass auch viele Amerikaner da drauf sind. Es kommt ja auch aus Amerika ursprünglich. Mhm. Aber es ist schon eine starke europäische Community auch. Ja. Also das beim Hivefest hat man das auf alle Fälle auch gesehen. Ja. Also da waren natürlich auch viele Leute aus aller Welt da, aber auch viele Europäer. Ja. Und das Hivefest war auch erst einmal nur, also das Teamfest war einmal nur in Asien, sonst auch nur in Europa bisher. Also Amsterdam, Lissabon, Krakau und jetzt halt im digitalen Space und dazwischen in Bangkok. Und vielleicht nächstes Jahr in Wien, das wäre schön, ja. Und vielleicht nächstes Jahr in Wien, oder was? Ja, das wäre schön, ja, ich habe es vorgeschlagen bei den Guilty Parties, ja. Also Blocktrails und Roland und so habe ich das vorgeschlagen. Schön wäre es, sonst halt die nächsten Jahre, aber ich denke, Wien ist ja schon eine ganz gute Stadt auch für so Konferenzen und so, ja. Hängt aber dann wieder von den Einreisebestimmungen der Europäischen Union ab, was bis dahin ist. Und ja, hoffen wir mal, dass es irgendwann dann mal aufhört mit den ganzen. Na, das wird noch länger dauern, muss ich dir sagen. Ja, dann machen wir halt einen Hivefest Virtual nach dem anderen, ja. Ja gut, ich kann Costa Rica anbieten, hier ist relativ entspannt und du kommst hier ohne Test und ohne irgendwelchen großen Schnickschnack rein. Okay. Brauchst halt bloß eine Krankenversicherung, die halt den C-Fall abdeckt, dass du dann irgendwie wieder ausgeflogen werden kannst. Aber das macht jede normale Auslandskrankenversicherung auch. Ja, hier kann man sich jederzeit testen lassen und impfen, boostern lassen. Also Wien hat da echt... Ja, das ist ja toll, ja. Aber das sind alles so Sachen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die ich nicht will. Ja, muss jeder selber entscheiden. Ja. Richtig, genau. Aber zumindest schließt du da schon wieder ein paar aus, die es halt nicht wollen. Die können dann schon halt da nicht mit hinkommen. Kommen wir mal weiter hier. Es gibt ja mittlerweile, du hast es ja auch schon angesprochen, mehrfach sehr interessante Hive-Projekte. Und wir haben ja hier ein paar auf der Liste notiert. Vielleicht kannst du mal in der Reihe nach durchgehen und ein bisschen was dazu sagen. Ja, so Hive.io ist die Domain eben, also wo halt eigentlich hauptsächlich das so erklärt wird, was Hive ist. Es gibt jetzt aber auch neu von den Marketing-Proposal-Leuten, die das gemacht haben, whyhive.co. Das will ich jetzt auch noch hier in den Chat tun. Mhm. Whyhive zusammen, das habe ich jetzt ausgesehen auseinander, whyhive.co, und da wird auch erklärt, warum man Hive nutzen sollte. Also es sind halt allgemeine Webseiten, die Hive erklären. Hive.io als Hauptdomain und eben whyhive.co zum Erklären. Dann Hive Searcher, das soll in Zukunft eben die Hauptsuchmaschine sein für Hive, wo man dann eben alles finden kann. Ist jetzt aber auch noch nicht so komplett, also das kann man jetzt nicht mit Google oder so vergleichen, also das ist schon noch eine andere Welt. Steht halt noch am Anfang. Hive Onboard ist halt eine
Webseite, wo es hauptsächlich darum geht, eben wie man auf Hive einen Account erstellt, also wie man eine Wallet, einen Blog kreiert. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, wenn du jetzt Steam oder Hive-Artikel suchst, die werden halt in den großen Suchmaschinen eher gar nicht berücksichtigt in den Trefferlisten, ne? Und deswegen macht also es kommt Hive... an, wie gut generell deine SEO ist. Also zum Beispiel bei mir ist so, ich habe schon relativ viele Websites etc. oder war auch schon habe schon Interviews gegeben oder war schon in Zeitungen oder so mal mit Namen oder so erwähnt. Und bei mir kommt mein Hive-Blog schon auf der ersten Seite. Ja, also das kommt aber halt darauf an, wie oft man das erwähnt, wie oft man da halt das. Also wird Google hat ein Recht, diese Seiten zu durchsuchen, ja? Das habe ich das richtig verstanden. Also Google kann auch Hive-Artikel darstellen oder halt anzeigen in der Suche, ja, auf alle Fälle. Okay. Also Ralf, das Recht hat jeder. Die Frage ist bloß, ob er es macht. Und du weißt ja, dass die großen... Nein, ich meinte das technisch. Normalerweise, wenn du jetzt kryptifizierst, Content erzeugst, kannst du komplett sagen, Durchsuchung verboten. Und meine Frage war, ist technisch es möglich, dass der gesamte Krypto-Content, also der Content, der auf der Krypto-Plattform ist, durchsucht werden kann, dann muss es ja technisch freigeschalten sein. Also da musst du, glaube ich, eher jemanden fragen von den Witnesses, die werden dir das ganz genau erklären können, aber ich denke schon, also, dass man da auch das finden kann, also weil ich habe schon ab und zu mal einen alten Blog-Eintrag von mir selber gesucht oder von jemand anders und habe den auch gefunden. Also ich glaube, die Blog-Einträge schon, aber ich weiß es nicht, ob jede einzelne Interaktion irgendwie durchsucht wird oder so, das glaube ich nicht. Also es geht nur über die Plattform Hive.io, PeakD und was noch alles gibt. Und mit E gibt es noch irgendeine, die halt, sagen wir mal, diese Blogs und Kommentare öffentlich darstellen wie auf Webseiten. Und die kannst du durchsuchen. Du kannst dann zwar der Suchmaschine sagen, speichere nicht. Und die Suchmaschine hält sich entweder an das Kommando dran, das nicht zu speichern in seinem Index, oder macht es halt trotzdem. Also die drei Buchstabendienste, die werden alles speichern. Egal, ob das erlaubt ist oder nicht. Aber solange es zugänglich ist. Aber um deine Frage zu beantworten, diese Blog-Einträge, die halt über bestimmte Browser verfügbar sind, sind öffentlich verfügbar. Und auch wenn du kein Konto hast, kannst du gucken, was da jemand geschrieben hat. Du kannst halt bloß nicht voten und du kannst auch nicht kommentieren, weil du halt nicht registriert bist. Aber das ist bei anderen Sachen genauso. Also wenn du jetzt irgendwo Bewertungen machst, Testpilot oder auch bei Google, musst du halt auch registriert sein. So, du hast jetzt PeakD angesprochen gehabt, da hatte ich unterbrochen. Da gibt es ja noch ein paar Alternativen. Sag halt vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu. Und warum PeakD und nicht die anderen? Ja, also ich meine, man kann jedes Interface nutzen. Man kann auch selber ein eigenes Interface kreieren, ja, und das über Hive laufen lassen. Ich nutze halt PeakD, weil ich eben die Leute am Steamfest kennengelernt habe in Krakau. Damals hieß es noch Steam Peak, ja. Und das waren nette Leute, die sind daran interessiert, dass da ein tolles Interface da ist für Blogger, die wissen, was die Blogger brauchen. Und ich hatte noch nie so eine tolle Blogger-Plattform, wo ich alles einstellen konnte, was ich an meinem Blog brauche. Es ist sogar noch mehr, als wie man braucht eigentlich. Also man kann sich alles einstellen. Und das ist halt schon schön. Also ich bin da schon froh, dass ich PeakD nutzen kann und bin da eigentlich vollstens mit zufrieden. Und es ist halt ein Interface, wie du bloggen kannst oder den Blog, die Blog-Funktion und auch Wallet-Funktion nutzen kannst. Aber es gibt auch andere Interfaces, ja. Ergänzend muss man auch sagen, weil wir hatten auch die Frage, wir sollen ja immer sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich hatte dich ja kontaktiert über den eingebauten Messenger bei PeakD. BeanChat, ja. Das ist genau, BeanChat, also BeanChat, wo auch die Biene wieder da ist. Und da hattest du ja geantwortet, huch, dass das auch jemand nutzt für die Kommunikation. Ja, genau. Also das habe ich davor noch gar nicht so benutzt, ja, dieses Chat. Ich schreibe immer mit den Leuten über Telegram und dann auf halt im Kommentarbereich dann unterm Artikel oder so. Aber das gibt es jetzt auch neu, ja, dass man chatten kann, auch noch von Account zu Account. Also was will man mehr? Man kann kommunizieren, indem man sich Transfers schickt und die Memo verschlüsselt. Ja, man kann chatten, man kann sich Kommentare schreiben unter die anderen Posts. Also es gibt Möglichkeiten, miteinander in Beziehung zu treten und das ist das Schöne daran, ja. Wenn man jetzt einzelne Messages schreibt, muss man dafür auch wieder Hive Power einsetzen? Nein, also du hast immer Resource Credits. Wenn du bestimmte Hive Power hast, sagen wir mal 100 Hive Power, dann brauchst du dir über nichts mehr Gedanken zu machen, was du irgendwie machst auf der Plattform.
Also es reicht vollkommen aus für alle Aktionen, kannst 24 Stunden online sein. Und was der Christoph eben erzählt hat, was so ein bisschen unterging, du kannst natürlich auch jemand anders 0,001 Hive schicken, also quasi ein Millihive, und kannst dieser Übertragung von Wert noch eine Nachricht mitgeben. Und diese Nachricht könntest du auch verschlüsseln. Das heißt, also du teilst dem anderen auf dem anderen Weg den Schlüssel mit und der gibt diesen Code dann ein und entschlüsselt die Nachricht wieder. Ja, ich meine, du brauchst nur deinen eigenen Memo-Key, ja? Also du brauchst keinen... Oder so, ja. Du brauchst nur deinen eigenen Memo-Key. Also die Memo ist wie der Verwendungszweck in der Banküberweisung. Du kannst quasi den Verwendungszweck von der Banküberweisung verschlüsseln, sodass man halt nicht weiß, was da kommuniziert worden ist. Und derjenige, der das bekommt, kann dann mit seinem eigenen Schlüssel das entschlüsseln und sieht dann die Nachricht dahinter in dem Betreff. Ja, das ist ja eine unverschlüsselte... Da kann wirklich keiner reinkommen, weil das gehört ja zu Blockchain. Ist eine signierte Meldung, also Message, wenn du so willst. Das ist wirklich dann ein unverschlüsselter Dienst, nehme ich jetzt an. Ein verschlüsselter Message-Transferdienst. Aber das ist ja gut zu wissen, dass man das nutzen kann. Und du, ich wollte das fast nicht aufmachen, aber du hast angesprochen, Christoph, bei Hive gibt es ja 4 Schlüsseln. Ja, es gibt 5, glaube ich sogar. Ja, also ja, eigentlich 5, ja. Okay, den Master-Schlüssel noch, Key, ja. Also Owner Key, Publishing Key, Active Key, Memo Key und Master Key. Ja. Erklär nochmal kurz, wofür man die braucht. Gut, Master Key ist für alles. Okay, aber? Owner Key beweist, dass das deine Wallet ist. Oder für was brauche ich das? Das brauchst du, um, falls jemand da irgendeinen anderen Key von dir hat und behauptet, dass es deine Wallet ist. Also der Owner Key ist eigentlich der Key, den du niemals abgibst, weil der sagt, dass das deine Wallet ist. Also es ist eigentlich nur eine Versicherung für dich. Der Publishing Key, den kannst du auch jemand anders geben, damit er deinen Blog managt quasi. Also das ist nur zum Veröffentlichen da. Das ist jetzt so, als wenn ich bei einer Facebook-Seite jemanden zum Redakteur mache, kann ich jemanden einfach den Publishing Key geben und der kann dann Redakteur spielen. Und warte, du hast auch gesagt vorhin, es gibt Bots, also sprich Programme, denen ich quasi mein Publishing Key gebe und die halt bestimmte Interaktionen machen, die zum Beispiel zeitgesteuert Posts veröffentlichen. Das ist ja eingebaut bei PeakD auch, die Votes machen, die auch Voting Trails machen, also die, wenn andere voten, wo ich dann mit meinem Konto auch mitvote, wenn der gewotet hat und solche Sachen, und dafür nutze ich dann halt den Publishing Key, ne? Genau, ja. Also es ist auch schön eben, dass man das Voten automatisieren kann, ja. Also zum Beispiel meine Schwester, da vote ich immer mit. Und wenn die votet, dann, ja, dann verdiene ich auch was quasi. Oder wenn jetzt halt jemand in einer anderen Zeitzone meinen Publishing Key mitnutzt und ich an dem Vote dranhänge, dann brauche ich in der Nacht noch nicht mal voten, ja. Dann votet jemand anders in der Nacht, ja. Also das ist halt das Schöne, dass man halt wirklich die ganze Zeit Votes verteilt und man weiß manchmal gar nicht, für was eigentlich alles jetzt mein Vote rausgeht, aber ich weiß, dass irgendeiner, dem ich vertraue, das macht, ja, und das ist halt schon schön, weil du dann halt nicht dich drum kümmern musst und trotzdem jeder das bekommt, was er verdient hat. Gut, dann den nächsten Key, also wir hatten jetzt Master Key, Owner Key, Publishing Key, Active Key. Der Active Key ist nur für die Wallet, also für alle Transfers. Also du kannst quasi auch jemanden wie einen Bankmanager halt dann den Active Key geben und der kann dann deine Assets senden. Also meine Token, meine Hive-Dollar, meine Hive. Also das ist sowas wie eine Custody-Funktion sozusagen on behalf of, dass du da die Rechte delegierst, damit der mit Assets was machen kann. Okay. Genau. Also wenn ich dir jetzt halt meine Active Key gebe, dann kannst du selber quasi dir Hive-Dollar schicken von meinem Account. Mhm. Sofern du welche hast. Ja, ein bisschen was habe ich noch. So, haben wir jetzt alle durch oder haben wir jetzt einen vergessen? Memo-Key haben wir noch. Naja, der Memo-Key war der zum Entschlüsseln, ja. Gut. Okay, wir waren bei PeakD, da hatte ich dich unterbrochen, haben wir jetzt eine Schleife gemacht. Also PeakD, was gibt es da noch zu Alternativen, um als Blockchain-Browser, quasi PeakD von Hive, gibt es was? Ne? Hive Block. Hive Block, okay, und dann gibt es noch was mit Alliance oder Agency? Ja, das ist aber eine App. Also das wäre dann. Gibt es auch als Web? Gibt es auch als Web? Wusste ja. Ich gar nicht. Schau. Ich mache das über die Web-Oberfläche. Die App, die sind gewöhnungsbedürftig, also von denen auch. Ich nutze die Agency-App und pick die auf dem Desktop, ja.
Ja, ich nutze PeakD und Hiveblock und Egency auf dem Laptop. Okay, ja, jeder wie er mag. Ja. Weil die Apps finde ich ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig, die es da gibt. Ja. Okay, also wir haben dann quasi so drei Browser, um jetzt die Blogartikel anzugucken. Nächster Punkt, hivecreators.co. Ja, also das ist das Marketingprojekt aktuell, halt, wo man die ganzen Materialien sich runterladen kann, also die Logos für Meetups, halt Corporate Identity letztendlich. Finde ich super. Also das war ein Proposal, da funktioniert es genauso wie bei den Witnesses. Man kann auch Proposals voten und die kriegen dann Unterstützung aus einem Fonds. Also das ist auch sehr interessant. Also wenn du ein interessantes Projekt hast, wie jetzt PeakD oder irgendwas anderes, was du baust auf der Blockchain, dann kannst du quasi die Community fragen, ob sie dir das finanzieren. Machst du ein Proposal und umso mehr Votes du dafür bekommst, umso eher wird es finanziert. Und bei Hive Creators war das halt auch so. Die haben ein Proposal gemacht und gesagt, okay, wir wollen Hive vermarkten quasi. Wir wollen, dass das jeder erfährt in der Welt, dass es das gibt. Und dafür produzieren wir Marketingmaterial. Und das haben sie produziert und das ist auf Hive Creators jetzt für jeden öffentlich zugänglich. Das wurde von der Community mitfinanziert, ja. Das ist schon toll. Auch dieses yhive.co haben die auch gemacht, zum Beispiel, die Website. Hivebuzz.me. Hivebuzz.me, das ist ein Projekt, das ist Hive Onboard. Wie Hive Onboard, das ist eigentlich quasi ein Service, der über Hive läuft. Da kann man nachschauen, was man alles schon auf Hive gemacht hat. In einer spielerischen Art und Weise wird das einem dargestellt mit Abzeichen und Milestones, die man letztendlich erreicht. Also wenn du halt 10.000 Mal abgevotet hast oder wenn du einmal kommentiert hast, dann kriegst du halt ein Badge, ein Abzeichen. Auch für mein Meetup gibt es da ein Badge. In Wien, wenn du da dabei warst, dann kriegst du das Wiener Abzeichen für den Meetup oder halt beim Hivefest das Abzeichen dafür, dass du am Hivefest warst. Und das macht der Akash, der hat auch ein paar andere Projekte auf Hive und das ist eigentlich ein Community-Projekt, was sehr erfolgreich ist, weil halt viele Leute, gerade die, die halt nicht so ein großes Publikum haben, immer trotzdem eben eine Nachricht bekommen von Hivebuzz. Ja, also sobald sie halt ein Milestone erreicht haben und das wird dann auch vom Community-Management dann auch beantwortet. Also das sieht aus wie automatisierte Nachrichten, aber wenn man darauf antwortet, kriegt man auch eine persönliche Antwort. Und die Nachrichten werden als Kommentare ausgespielt, ne? Genau. Dazu sagen. Unter dem letzten Blogartikel, egal wie alt er ist, wird dann halt ein Kommentar drunter gepostet. Du hast jetzt, weiß ich, 500 Artikel gepostet und dann kriegst du da irgendein Abzeichen, ne? Genau, zum Beispiel, ich hatte jetzt auf meinem letzten Meetup-Report, vom letzten Meetup habe ich das Update bekommen, hey, du bist jetzt 4 Jahre auf der Blockchain. Und dann habe ich gleich drunter geschrieben, okay, dann schreibe ich jetzt gleich einen Jubiläumspost und dann habe ich den Jubiläumspost rausgehauen, ja. Und dann war da dann wieder, kommt da dann wieder vielleicht dann irgendwann, ja, du hast jetzt 100 Kommentare erhalten oder so. Ja? Mhm. Also es sind halt quasi so Notifications, die aber halt auch ein bisschen so die eigene Motivation auch ein bisschen erhöhen sollen. Ja, ja so spieltheoretisch, ja. Genau. Lass uns mal noch über Hivefest kurz, die Domäne und Cryptoblogging for Change.at. Genau, also Hivefest ist die Domain für das jährliche Hivefest. Da kann man sich informieren über das nächste Event, wo das stattfindet etc. Genau, jetzt war es eben im Virtual Space, im Metaverse, über Altspace, VR. Also genau. Virtuelle Realität. Genau, kann man sich noch anschauen, wie das war, auf YouTube eben. Da gibt es nochmal den Livestream dazu. Cryptoblogging for Change.at, das ist eine Domain von mir, wo es halt eben darum geht, wie man auf der Blockchain publiziert und eben mein Workshop und den Meetup in Wien das auf einer normalen Domain auch hat, für die Leute, die das brauchen. Aber es gibt noch 1000 andere Projekte, die wir jetzt noch nicht gelistet haben. Die ist auch und jede Menge Spiele. Ja, jede Menge Spiele. Ja, vielleicht, ich denke, wir sollten dann in der Liste aller Projekte bei uns im defi.jetzt als Link. Ist nicht möglich, Ralf. Ist möglich. Nicht möglich. Ich habe schon einen Link hinzufügen, wo man all die anderen Projekte findet. Doch, das können wir, das sollte möglich sein. Naja. Andere Leute schon probiert. Ist nicht so einfach. Aber du kannst gerne probieren, ein Wiki zu machen. Ja, ich glaube, es gibt sogar ein Hive-Wiki auch. Gibt es bestimmt auch. Ralf, mach du mal, ich tue das dann reinstellen, ja. Ich mach's nicht. Nö, auf das Wiki reicht doch zu. Aber kommen wir mal zu den Fragen, den letzten dreien.
Wir haben ja nur gehört, wie umfangreich diese Plattform Hive ist. Und ja. Unter diesem Aspekt, was schätzt du? Wird es da in 10 Jahren noch Facebook und Instagram geben, was das Social Media betrifft? Und auf dem anderen Weg, DeFi, das ist ja der Name unseres Podcasts, wird es noch Banken in 10 Jahren geben? Also da kann ich gerne aus meinem Studium berichten. Also in der im Medienwandel, in der Mediengeschichte sieht man eigentlich immer, dass ein Medium nicht immer komplett verschwindet, sondern meist für einen anderen Zweck genutzt wird. Ja? Das war bei der Zeitung ja auch schon so oder beim Fernsehen oder beim Radio, dass man gedacht hat, oder bei Kino, ja, dass man irgendwann gedacht hat, okay, das braucht man nicht mehr, weil es was Neues gibt. Also zum Beispiel, dass man geglaubt hat, okay, man braucht Zeitungen nicht mehr, nur weil es jetzt halt Online-Zeitungen gibt. Also es wird halt eine Nische, ja. Und dann ist halt die Frage, inwieweit wird es genutzt? Also es werden hauptsächlich die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden weltweit, was genutzt wird. Und es geht genauso, es betrifft Social Media genauso wie Kryptowährungen oder andere Plattformen, wie auch immer. Zum Beispiel, ich habe jahrelang für Airbnb gearbeitet und hatte auch, war Hotelier quasi, ja, in Wien für 5 Jahre, hatte 800 Gäste aus 70 Ländern, ja, und habe das über Airbnb gemacht. Das ist jetzt komplett eine andere Plattform, ja, aber die wurde auch genutzt oder wird immer noch viel genutzt, ja. Also es kommt immer darauf an, hat es einen Nutzen, macht es Sinn? Und dann wird das verwendet und dann wird es auch weiter existieren. Bei Facebook ist es so zum Beispiel, es ist natürlich ein riesiger Nutzerschwund da, jetzt von Leuten, die keine Lust mehr haben auf Facebook. Also zum Beispiel, ich war früher viel mehr auf Facebook wie jetzt. Jetzt schaue ich ab und zu nochmal rein oder mache was für Kunden, aber sonst bin ich eigentlich kaum noch auf Facebook. Und früher habe ich das 10 Stunden am Tag genutzt. Ja. Also da hat sich schon einiges getan. Also gerade in meiner Generation, glaube ich, haben sich da viele jetzt abgewendet eben von Facebook. Aber es gibt immer noch neue User, ältere Leute, die dazukommen, ja, und gar nicht wissen, was es anderes gibt im Internet. Also es ist halt komplett unterschiedlich. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die eben diesem kommerziellen Mainstream hinterherlaufen und dann halt in irgendeinem Facebook oder Instagram sind. Aber ich glaube, es wird auch viele Leute geben, die aufwachen und sich halt nach anderen Alternativen umschauen. Und dann kommen halt die Plattformen in Frage, die auch wieder am meisten Nutzen haben. Und bei Hive ist es halt so, dass es sehr viel Nutzen hat in verschiedenster Art und Weise und das Ganze halt Community gesteuert ist, ja, ohne Firmen. Mhm. Also, und es gibt halt so viele Ausnahmen, was Hive hat, die schwer so nachzubauen oder nachzumachen sind. Ja. Also du kannst jetzt nicht nochmal eine Plattform gründen und dann diese Community-Entwicklung haben für mehrere Jahre und dann nochmal ein Hardfork und so. Das geht halt alles nicht. Ja, das ist schon passiert. Also Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Community drauf an. Es kommt darauf an, was wollen die Leute nutzen. Es kommt darauf an, inwieweit wird es auch staatlich vorgegeben. Ja, also zum Beispiel bei Facebook ist es halt einfach so, dass der Staat da mittlerweile schon die Hand drauf hat. Vielleicht wird es dann eher priorisiert, ja, wenn Kryptowährungen reglementiert werden, wer weiß. Ja, vielleicht hat auch Facebook irgendwann eine eigene Kryptowährung und ist wie Hive quasi. Das kann auch sein. Also es hat verschiedenste Faktoren, politische Faktoren, aber hauptsächlich eben die Nutzung des Ganzen. Ja. Okay. Also ich glaube persönlich, dass es Facebook und Instagram auch noch in 10 Jahren gibt. Ich hoffe nur, dass die dann weniger Nutzer haben, ja, und dass sie nicht mehr so relevant sind für die Wirtschaftswelt und so weiter. Ja. Also dass es halt nur noch Nischen sind, quasi, ja, die sie bespielen. Und den zweiten Teil der Frage, die Banken? Kurze Antwort. Banken. Das ist auch eine Frage. Ja, das hängt damit zusammen, inwieweit unser Wirtschaftssystem überlebt. Ja. Ich denke schon, dass es Banken noch gibt, aber vielleicht in einer anderen Art und Weise. Ja. Und die Blockchain an sich kann auch viel ersetzen, was eine Bank leistet. Und wenn das halt anerkannt ist offiziell, dann brauchen wir die Bank nicht mehr. Und das ist halt dann die Frage, ob das politisch durchgesetzt wird oder nicht. Wenn es politisch nicht durchgesetzt wird, dann werden die Banken noch existieren. Wenn die Politik das zulässt, dass die Leute auch in anderen Coins oder anders das managen, nicht über eine Bank, dann ist es so. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch Banken noch geben wird, weil einfach unsere Gesetzgebung und halt das ganze System, auf das alles basiert, halt extrem stark von Banken mittlerweile schon abhängig ist. Ja? Also du kannst ja nichts mehr bezahlen ohne ein Bankkonto. Ja? Und es läuft halt alles so ab und umso mehr das halt standardisiert wird, umso länger ist es dann auch da einfach, ja. Und wenn es halt eine neue Standardisierungswelle gibt in anderen Bereich,
dann ist da eine größere Chance, dass es vielleicht dann irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Aber so, wie es aktuell aussieht, gibt es ja zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel den Ripple-Coin, der auch nur dafür sorgt, dass Banken schneller transferieren, und dann ist die Blockchain nur eine Zwischenlösung quasi. Ja? Mhm. Also das wird man sehen, ja, wie sich das entwickelt. Das hängt auch davon ab, wie eben die Leute dann sich entscheiden, ob sie dann Ripple kaufen oder andere Coins. Ja, wenn sie Ripple kaufen, unterstützen sie in Wahrheit halt das alte Bankensystem, weil sie halt dann eigentlich nur die Blockchain zum einem Feature machen und nicht zu der Gesamtlösung. Genau. Okay, ja. Was kommt nach DeFi und NFT? Welche Hypes erwarten euch? Social Token Hype. Okay, Hive ist ja so einer. Ja, Hive ist auf alle Fälle einer, ja. Einer oder drei? Okay. Einer in drei in tausend. In drei in tausend, okay, ja, das kann ich akzeptieren. Ja. So, und jetzt unsere Abschlussfrage. Wer ist und wo wohnt er? Der Nicolas van Saberhagen. Ja, da müsst ihr mich jetzt aufklären. Dann müsstest du unseren Podcast, glaube Nummer 20 anhören, wenn mich jetzt nicht täusche, war es. Also Nicolas van Saberhagen ist der Initiator, Mitbegründer des Kryptonot-Algorithmus. Also Monero hat ja eine ziemlich bedeutende Rolle gespielt. Manche sagen, es ist so die Reinkarnation von Satoshi Nakamoto. Wenn du dir die Initialen anguckst, NS, entspricht das ja auch Satoshi Nakamoto oder Nick Szabo, wo ich immer denke, dass der hinter Satoshi hängt und steckt. Aber wie gesagt, wir suchen den. Falls du Hinweise zu seinem Verbleib hast, gib uns einfach Bescheid. Und ansonsten danken wir dir für das interessante Gespräch heute. Vielleicht, wenn du willst, können wir uns ja auch mal zu einem Monatsrückblick in einigen Monaten mal treffen, dass du da auch uns über die Neuerung, Veränderung bei Hive mit auf dem Laufenden hältst. Und ja, vielleicht produzieren wir auch mal einen Podcast auf Hive, ja, wenn das möglich ist und sinnvoll. Ja, gerne, da würde ich mich sehr freuen, ja. Ja, Ralf, du bist nicht up to date. Unsere Podcasts werden auf Hive veröffentlicht. Nicht veröffentlicht, ja. Ja, das kannst du dann mal produzieren, ja. Mal gucken, wie das dann geht, ja. Und bis zum nächsten Mal. Und ich wollte mich noch generell bedanken eben, dass ich da hier in der 40. Folge von DeFi jetzt zu Wort kommen durfte und ihr mich da ausgewählt habt. Das ehrt mich und freut mich. Und ich hoffe, ich konnte einigermaßen Einblick geben in meine Erfahrungen der letzten 4 Jahre. Und ja, wenn irgendjemand Fragen hat, bin ich immer offen für Kommunikation und Aufklärung, Transparenz, ist mir sehr wichtig. Und danke für eure Arbeit. Ja, das ist ja alles Arbeit und auch gut vorbereitet. Also das kann ich nur weiterempfehlen. Also wenn ihr jemanden braucht, auch zu einem bestimmten Thema, könnt ihr mich auch gerne fragen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen, den ich euch in eure Sendung schicken kann. Gerne. Ja, danke. Da kannst du auch proaktiv auf uns zukommen. Wenn du meinst, dass das ein Thema ist, über das wir reden sollten, sind wir da immer sehr offen. Super. Ja, dann wünsche ich euch frohe Weihnachten, auch allen, die zuhören, und einen guten Rutsch und Hive on. Ja, Hive on. Okay. In diesem Sinne.